Ja, hallo Messerfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder. Neues EDC-Knife in der Rotation von Sascha Thiel, französischem Messerdesigner, mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert, wie ich finde. Also wenn die Fix, die haben immer ein bestimmtes Thema, ähneln sich immer sehr, sind ausgesprochene Gebrauchswerkzeuge, trotzdem schick. Ja, immer mit so einer schönen langgezogenen Swatch, ja, über drei Viertel des Klingenrückens. N96 Böhler, stonewashed und der ist rattenscharf, out of the box. Ja, der hat mir direkt mal ein paar Haare springen lassen. Also, das ist kein Problem. Ja, der ist wirklich gut gehärtet, gut ausgeschliffen, Feinschliff. Wir haben eine typische EDC-Größe. Jetzt 22, 21,5. Wobei das Lanihol auch typisch bei Sascha Thiel immer über die gesamte Breite gezogen ist. Ich finde das gerade im Backgrip, finde ich das wunderbar. Ihr seht, die Klinge, die hat schon 10,5, ja, so reine Phase, sind schon fast bei 11. Und ja, man hat hier wirklich die Größe komplett schön ausgenutzt. Ja. Was ich wunderbar finde, ist, dass hier kein störender Keul zur Phase ist. Es ist auf einer Linie, sodass ihr die komplette Phase auflegen könnt und dann beim Schneidgut auch wirklich keinen Platz verschwendet von der Phase. Ja. Typisches Wedge, schöne feine Jimpings hier. Ansonsten im Klingenrücken alles schön abgerundet. Hinten nochmal zum Ende. Kurzes Set von Jimpings. Ihr seht wunderbar alles schön verarbeitet. Keine Hotspots. Ja, typische EDC-Größe. Ich habe euch mal zum Vergleich ein paar Messer von mir dazu als Vergleich. Hier mal von Bastinelli Knives, das Red 2. Ja, gleiche Größe. Im Griff dann doch etwas dicker, breiter. Das K1S von THC und schon das etwas noch größere Formido von Spartan Blades. Ja, seht, absolut typische EDC-Größe, wobei das Codex jetzt nochmal sehr, sehr schmal ist, wirklich zum absolut verdeckten, unauffälligen Tragen, so wie es auch sein sollte bei einem EDC, was man jeden Tag immer dabei hat. Das sollte man nicht spüren, das ist da, wo es hingehört und tut unauffällig seinen Dienst. Ne? Ja, schöner kleiner Zachel, sehr scharf, erhältlich bei G-Gear, beim Georg Geismar. Vielen Dank für die superschnelle Lieferung. Dem habe ich auch eben noch Kontakt gehabt bezüglich der Kydex, die dabei war. Es kam im Luftpolster, also jetzt keine große Umverpackung. Ist für mich jetzt auch nicht nötig. Es geht ja ums Messer. Aber bei der Kydex habe ich ein Problem gehabt, weil so wie sie kommen, und er hat mir gesagt, sie kommen alle so. Er hat mir geschrieben, bei den verschiedenen Techniken, die man da heute hat, da hat er sicher recht. Also viele befestigen sich ja gar keinen Tech-Lock oder Ulti-Clip oder Schlaufe, die lassen das so, machen da vielleicht was Paracord drum. Na, also ihr seht, das eine Loch ist ohne Hülse und ist auch kleiner. Und in dem Zustand kriegt man da halt im Moment kein Tech-Lock oder Ulti-Clip durch, ne? Weil die Schraube unten, die ist zu weit. Also wenn man hier die obere Schraube vom Ulti-Clip nimmt, kommt man vorne nicht, unten nicht mehr ran. Also man müsste die zweite
benutzen und die ist halt zu schmal im Moment für die Schrauben. Die muss man halt dann etwas ausbohren, was ich dann wohl tun werde. Ne? Ansonsten passt genau das Ding, sitzt bombenfest, nichts wackelt, nichts rotiert. Sie passen zu dem schmalen Knife, die Kydex auch sehr schön schmal gehalten. Ne? Und vorne seht ihr kleine Daumenrampe. Ne? Kann man wunderbar einfach ziehen. Das gute Stück. Ja, wollen wir gerade noch mal die Maße messen. Ja, über Phase 5. Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Ein halber Millimeter über Phase. Also das ist wunderbar ausgeschliffen. Das ist wirklich, also für N6, ne, das ist ein kleiner Schneideteufel. Vorne zum Tipp hin wird es dann vielleicht etwas stärker. Aber ihr seht es, wunderbar schöner Flachschliff. Wir haben noch nicht mal 4 mm Klingenstärke. Wir haben also etwas mit 3,5 ist es, glaube ich. Ja, doch, 3,8 knapp. Ne? Und ihr seht, die Swatch, die da bis zum Tipp vorne läuft, die gibt dann auch Stabilität in den Tipp. Also ich glaube, das kann schon was ab, bevor der mal bricht. Ja. Ah, ich liebe das. Ich habe mich voll verknallt, das Ding. Echt wunderbares, schönes, kleines Zachelchen. Ja, Sascha Thiel hat ja auch eine Fangemeinde, die mit dem Haarfang der größeren Version war sehr erfolgreich, genauso mit der kleineren. Es gibt eine kleinere Version, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Bei mir ist das halt schon klein genug. Mit HS12 kommt man da schon an seine Grenzen, aber es passt noch alles. Und ja, entschädigt durch seine wunderbare Optik. Also ich liebe das, den Style vom Sascha T. Das ist wirklich wunderbares, schlichtes Gebrauchsmesser. Na, für jeden Tag. Und so werden wir das auch benutzen, meine Lieben. So, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, ihr kriegt das gute Stück bei G-Gear.com in 3 Versionen. Wenn es euch anmacht, beeilt euch, die sind immer schnell weg und kommen dann auch nicht mehr wieder. Ne? Ihr wisst Bescheid. Nutzt eure Gear, bleibt gesund. Bis dahin, madet jod, schwenkt der Hut, grüß aus Kölle.